Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Haifi-Crackpot-Freunde, hier auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben für euch heute einen neuen Bluetooth-Lautsprecher angecheckt. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in dem heutigen Video. Nun, wir haben für euch, und man kann es schon erkennen, einen neuen Bluetooth-Lautsprecher ausgecheckt. Wer jetzt erwartet, dass dann nochmal sowas kommt wie eine JBL Charge 3 oder der Docking D-Cube, das wird heute nicht der Fall sein. Stattdessen wollen wir euch einen Bluetooth-Lautsprecher vorstellen, der aus dem Business-Bereich kommt. Und vielleicht denkt ihr euch, hey, wow, was soll ich denn mit einem Business-Bluetooth-Lautsprecher? Suche ich gar nicht. Tja, vielleicht hat sich das in der Zwischenzeit geändert, denn Corona hat uns alle ja noch im Griff und der eine oder andere von euch dürfte auch Homeoffice betreiben. Und da ist eine gute Kommunikation häufig key. Denn eine Kamera, sind wir ganz ehrlich, haben wir meistens schon im Laptop verbaut. Allerdings sind Mikrofon und Lautsprecher vom Laptop meistens nicht die besten. Und ich habe es selber schon öfter mal erlebt, wenn ich das Mikrofon sehr empfindlich stelle, damit ich nicht so schreien muss, neigt mein Laptop häufig zu einer Rückkopplung und das ist gerade im professionellen Umfeld natürlich super nervig. Und genau hier kommt der Luna von eMeet ins Spiel. Nun erstmal zum Lieferumfang. Der eMeet ist sehr kompakt und kommt tatsächlich mit einem guten, aber nicht übermäßigen Lieferumfang daher. Wir haben hier einmal ein Klinkenkabel, was zum Kaskadieren, also zum Verbinden von mehreren Luna da ist. Und wir haben hier ein USB-C-Kabel. Das Ganze ist natürlich super, gerade USB-C sagt, hey, die Leute, die es bauen, sind up-to-date und verpassen ihren Geräten einen modernen Anschluss. Dafür schon mal Daumen hoch. Dann zum Gerät selber. Der Luna ist, ich sag mal so, so groß wie meine Hand. Ich schätze mal so 10 cm im Durchmesser, wiegt 300 Gramm und hat einen Akku, der in 3 bis 4 Stunden geladen sein soll und eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden bieten soll. Dabei deckt der Luna mit seinen 3 integrierten Mikrofonen, die zeige ich euch gleich nochmal, einen Zuschauerraum oder einen Mithörerraum von 5 bis 10 Personen ab. So gibt es eMeet an. So, auf der Front, die aus Aluminium besteht, was sehr, sehr gut ist und die Verarbeitungsqualität, muss man sagen, lässt hier wirklich keine Wünsche offen. Wir haben Spaltmaße, die alle passen, nichts klappert, nichts wackelt, Daumen hoch. Auf der Front haben wir eine 4-Punkt-LED-Anzeige, die über den Zustand des Gerätes informiert und die uns natürlich auch den Akkustand ablesen lässt. Dann haben wir, kann man hier schön sehen, alle wichtigen Knöpfe im Direktzugriff. Das heißt, ich kann mein Mikrofon muten, entmuten, ich habe lauter, leiser, ich habe Bluetooth-Taste, ich habe einen Power-Button und ich habe auch noch meinen intelligenten Algorithmus, der Hintergrundgeräusche unterdrücken soll und, ja, sind wir mal ehrlich, ich greife hier mal vor, eine Arbeit liefert, die okay ist, aber auch nicht herausragt. Die LED-Anzeige verbirgt sich hier unten, leuchtet beim Einschalten grün, der Akkustand kann, wenn man es länger gedrückt hält, abgerufen werden und wird in blauen LED-Farben angezeigt. Auf der Rückseite vom eMeet haben wir hier mit so kleinen Ausbuchtungen 3 Mikrofone, die eine 360-Grad Ausrichtung oder eine 360-Grad-Position abdecken, sodass ich, egal wo ich den eMeet platziere oder wo ich mich von ihm befinde, eine gute Position habe, um genügend Signal reinzubekommen, eine gute Verständlichkeit zu garantieren. Und das schafft der eMeet tatsächlich sehr gut. Und noch eine schöne Sache, finde ich, ist hier die Aussparung, in der sich der beiliegende Bluetooth-Adapter befindet. Macht das Ganze irgendwie Handy, ich kann mir sicher sein, Bluetooth-Adapter unten reingeklippt, ich habe alles, was ich brauche, mit an Bord. Dafür Daumen hoch, wirklich gut gemacht. Auf der Rückseite haben wir
aus dem Business-Bereich übrigens ziemlich selbstverständlich, ein Kensington-Lock, um das Ding gegen Diebstahl zu schützen. Sehr gut natürlich für den Business-Bereich. Im Homeoffice brauche ich das jetzt nicht, denn da wird wohl keiner mir meinen Luna klauen. Wir haben daneben natürlich einen Ausgang und einen Eingang, der jeweils in 3,5 mm Klinkenversion vorliegt. Der Ausgang dient gleichzeitig dazu, natürlich mehrere Geräte untereinander zu koppeln und zu verbinden. Dann habe ich natürlich noch meinen USB-C-Anschluss. Das alles in einem kleinen Gehäuse, Schmuck verbaut, sehr solide gelöst, muss man einfach so sagen. Für alle, die sich jetzt denken, okay, cooles Gerät, aber grau, passt bei mir nicht so, Emeet hat euch da. Denn inzwischen gibt es das Gerät natürlich auch in schwarz. Ob weitere Farben folgen werden, weiß ich allerdings nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier tatsächlich grau und schwarz die Standardfarben bleiben werden. So, kommen wir zum nächsten Punkt, Konnektivität. Da muss man sagen, macht Emeet wirklich alles richtig. Ich kann diesen Bluetooth-Lautsprecher über das beigelegte USB-C-Kabel natürlich direkt mit meinem Computer verbinden. Super, wenn ich einen stationären Einsatz habe am PC oder ich das Gerät einfach nicht viel bewege. Für alle, die sagen, oh, ich bin aber eher mehr unterwegs, gibt es natürlich hier auf der Rückseite den Bluetooth-Adapter. Den hole ich jetzt auch einfach mal hier raus. Kleiner Stick. Super. Und den kann ich natürlich auch nutzen, um das Ganze anzuschließen. Und hier wirklich großes, großes Lob an Emeet. Mit dem Luna haben sie bewiesen, dass Technik und Treiber oder irgendwelche anderen Software-Sachen, das muss alles kein Tohuwabohu sein, also nicht im Jahr 2020. Da sind sie wirklich sehr, sehr gut vorausgegangen. Es ist hier, also egal, ob ich einen Windows 10, einen Windows 8 oder ein Linux-System nutze, mein Gerät wird einfach super erkannt. Ich kann hier Mikrofon und Lautsprecher direkt als Ein- und Ausgabegerät auswählen und ob über USB-C oder Bluetooth, hey, das ist am Ende nur noch euch als Anwender überlassen. Ein Wermutstropfen gibt es natürlich trotzdem. Denn ich könnte ja auf die Idee kommen, den Bluetooth-Adapter, hey, habe ich gerade nicht dabei, ich habe nur meinen Laptop dabei, der hat ja Bluetooth. Ich kann den trotzdem verbinden. Das funktioniert auch. Allerdings streicht dann das Gerät das Mikrofon. Das heißt, ich habe nur noch einen Bluetooth-Lautsprecher im klassischen Sinne. Wer jetzt natürlich denkt, wow, hey, das Ding sieht cool aus und ist irgendwie kleiner als eine Charge 3, das wird mein neuer Outdoor-Lautsprecher. Nein. Denn der hier ist natürlich nicht wassergeschützt oder spritzwassergeschützt, so wie eine Charge 3 oder 4. Und ich werde auch eine große Enttäuschung beim Sound erleben. Denn wirklich Rums kommt beim Luna nicht rum. Und da muss ich auch sagen, das war so, wo ich gedacht habe, ja, Spaß macht's nicht. Aber sind wir ganz ehrlich, damit wird es auch nicht beworben. Denn der Luna ist ein Konferenz-Bluetooth-Lautsprecher. Und genau das kann er auch wirklich gut. Also wenn wir die Sprache und die Sprachverständlichkeit vor allen Dingen zwischen der Charge 3, die wir haben, und dem Luna vergleichen, dann scheint der Luna hier richtig. Die Sprachverständlichkeit ist sehr gut und klar, das Mikrofon, auch das reißt jetzt nicht alles raus. Also da fängt es auch irgendwann an zu verzerren und irgendwann fängt der Lautsprecher an zu verzerren, wenn ich das alles sehr laut mache. Klar, aber grundsätzlich für eine normale Büro-Alltagsumgebung oder fürs Homeoffice sind die gebotenen Leistungen hier einfach sehr, sehr gut. Ich habe eine wirklich gute Verständlichkeit, kann mit mehreren Leuten in einem Raum das gleiche Device nutzen und dann ist es auch egal, ob ich 1 Meter davor sitze oder ob ich 3 oder 4 Meter weit entfernt stehe. Natürlich, machen wir uns nichts vor, der Raumanteil, wenn ich 4 Meter entfernt stehe, ist höher im Signal. Das ist einfach so, das ist aber auch bei jedem anderen Mikrofon so, selbst wenn ich ein 1000-Euro-Mikrofon nehme. Gleichzeitig
leidet darunter die Verständlichkeit jetzt nicht so sehr, dass ich gar nichts mehr verstehe oder nur sehr schlecht. Nein, Luna hat es ja einfach geschafft, das sehr gut zusammenzufassen. Eine kompakte App-Messung mit guten Qualitäten, gerade für das, was im Homeoffice oder im Office-Bereich gebraucht wird. Und das könnte ja vielleicht für den einen oder anderen von euch tatsächlich super interessant sein. Denn Corona wird uns wahrscheinlich noch eine Weile, zumindest hier in Deutschland und ich schätze auch im Rest der Welt, im Griff haben. Und eine Menge Leute werden von zu Hause arbeiten und gerade wenn ich am Laptop arbeite, ihr habt es vielleicht erlebt, ich habe es schon erlebt, Rückkopplungen treten da schon mal auf, wenn Mikrofon und Lautsprecher am gleichen Gerät offen sind. Mit dem Luna, wir haben es probiert, das auch hinzukriegen, geht nicht. Es ist egal, wie laut ich den Lautsprecher drehe, ich kriege kein Pfeifen und das ist richtig cool, denn dann kann ich ganz normal reden, ohne laut zu werden und werde gut verstanden und kann gleichzeitig andere super entspannt hören. Jetzt bleibt natürlich noch eine Frage, was wiegt das Ganze? Der Luna wiegt 300 Gramm und kostet 99 Euro. Für 99 Euro kriegt ihr einen richtig, richtig, richtig guten Bluetooth-Lautsprecher für die Arbeit im Homeoffice. Ja, ich weiß, Homeoffice ist aktuell gerade angesagt und nein, ihr bekommt keine Charge 3. Denn die Charge 3 oder 4, hey, die kosten dann halt auch nochmal locker 60, 70 Euro mehr, wenn sie neu sind. Dafür habt ihr hier ein kleines, schmuckes Device, was sich wirklich gut auf eurem Desktop macht oder halt auch möglicherweise im Wohnzimmer, sodass ihr dort gut arbeiten könnt und das Ganze wirklich super aussieht. Und so verbleiben wir damit und sagen, hey, der Luna empfiehlt sich einfach. Er ist klein, kompakt und leistet einiges. Und verdient damit unsere Kaufempfehlung. Wenn ihr noch Fragen zu dem Produkt habt, dann haut ihn natürlich in die Kommentare. Wenn ihr noch andere Fragen habt, dann auch in die Kommentare damit. Und das soll es damit für heute gewesen sein. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und drückt auf jeden Fall die Glocke, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, sobald ein neues Video draußen ist. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.